Hallöchen! Hi ihr Lieben! Ja, ich bin angekommen in Rothenburg an der Fulda, wo ich ja meinen zweiwöchigen Lehrgang mache. Und ich bin jetzt hier gerade in meinem Zimmer angekommen und ja, es ist super, super klein. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal mein Zuhause für die nächsten 2 Wochen. So, hier kommt man rein, nichts Spektakuläres, der kleine Mini-Flur. Wir gehen mal ins Badezimmer. Wo ist denn hier? Außen ist Licht. Ja, stylische braune Fliesen, aber eigentlich verhältnismäßig relativ groß hier. Eigentlich gar nicht schlecht. Eine richtig coole große Dusche hier. Hallo. Ja, hier Spiegel, da kann ich auf jeden Fall ordentlich meinen ganzen Scheiß lassen. Prima. Hallo. Okay, und dann kommen wir auch schon zum Rest des Zimmers. Und zwar, da ist noch mein cooler Koffer. Seht ihn euch an, der ist echt cool. Ja, hier in der Ecke haben wir das Bett, ein ziemlich kleines Bett. Ich denke, ich werde mir daran den Kopf anstoßen. Dann aber immerhin einen geilen LCD-TV-Fernseher. Naja, ich habe es mir kleiner vorgestellt. Und hier mein kleiner Schreibtisch. Und was auf jeden Fall relativ cool ist, ist der Ausblick. Ich versuche mal euch das hier, guckt euch das an. So sieht es hier also aus. Das ist die Akademie da unten und hier auf jeden Fall ein ziemlich, reiße ich ja fast den Fernseher um, ein ziemlich cooler Ausblick und ja, angekommen, kaputt. Jetzt werde ich erstmal meine Sachen auspacken und dann diese super Gegend erkunden. Es ist Sonntag. Wir mussten schon am Vortag anreisen und es gibt heute noch was zu essen. Ich will mal schauen, was ich so für euch filmen kann in den nächsten 2 Wochen, dass es so einen kleinen Vlog davon gibt. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal Koffer auspacken. Bis später. Ja, heute ist Tag 2. War etwas trockenes Thema. Heute ging es um Verwaltungsverfahren. Das ist doch recht ein sehr trockenes Thema. Ich wollte euch nur mal ein kurzes Update geben, wie es mir so geht. Mir geht es ganz gut. Die Leute hier sind nett und ja, die Tage vergehen auch recht schnell vorbei. Es ist jetzt irgendwie kurz nach 5. Wir treffen uns gleich um 5:30 schnell zum Essen und dann geht es sofort in die Kneipe, die es hier gibt, denn dort wird natürlich das Spiel übertragen. Deutschland und wir drücken natürlich alle feste die Daumen. Ich konnte euch bis jetzt noch nicht so viel zeigen. Ich bin noch nicht so viel draußen rumgelaufen. Aber wie gesagt, ich bin erst den zweiten Tag hier. Und spätestens am Wochenende werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen, denn ich bleibe auch übers Wochenende hier. Und werde euch auf unseren Ausflug mitnehmen und euch so ein bisschen zeigen, was wir uns hier in der Gegend angucken. Mein kleiner Elefant ist natürlich mit auf Reisen, damit ich hier nicht ganz so alleine bin. Und ja, das einfach mal als kurzes Update. Und dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder, denke ich mal. Bis dann!
voll schön aus. Das ist natürlich geil für Hochzeitsfotos, ne? Sagen, ihr müsst euch auch mal bewegen, sonst wird das nichts hier. Oh oh. Ich hatte so ein Vieh schon mal gebissen, ne? Echt? Obwohl, ich glaube, das war eine Gans. Na, wollt ihr was zu fressen? Wollt ihr was zu fressen? Hm, njam, 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 njam. Die haben überhaupt keinen Schiss, ne? Freunde, ja, ich melde mich nochmal zurück und ich bin auch schon wieder zu Hause. Ich habe ehrlich gesagt in diesen 2 Wochen, wo ich nicht da war, kaum geschafft, irgendwas aufzunehmen. Also wir hatten ja wirklich Unterricht von morgens um 9, was natürlich schon eine Luxuszeit war, immer bis so 4:30, 5:00. Dann haben wir kurz gechillt, gegessen, danach Sport gemacht und ich bin nach dem Sport dann immer noch schwimmen gewesen. Und war dann auch einfach zu kaputt und hatte überhaupt keinen Bock mehr, die Kamera in die Hand zu nehmen. Ich habe für euch zwischendurch mal so ein paar Fotos mit dem Handy gemacht und so ein paar kleine Videos mit dem Handy. Die habt ihr ja dann auch gesehen. Und mehr war halt einfach nicht drin. Aber so viel Spannendes ist da sonst halt auch nicht passiert. Was wirklich relativ geil war, war der Kletterpark. Ich habe auch, da habe ich ganz schön gelitten. Ich bin noch nie vorher in einem Kletterpark gewesen und wir haben dann erst so eine kleinere Strecke gemacht und ich sag mal so für Anfänger einmal zum Rantasten. Und dann wollten wir aber dann doch gleich in die Höhe und das nächste war dann glaube ich so zwischen 6 und 8 Meter. Und für jemanden, der das noch nie gemacht hat und ich bin momentan ja auch ein bisschen unsportlich, war das schon echt
hart. Also du hattest dann teilweise wirklich nur diese dünnen Drahtseile, warst oben halt eben an dem Drahtseil befestigt und hast quasi nur dich an deinem Ding festhalten können. Und ich hatte gar nicht so Angst vor der Höhe, aber dieses Wackelige und dass du einfach nicht richtigen Halt hattest, das war doch schon recht, und dann gab es halt auch so ein paar Stellen, wo ich dann so 1-2 Minuten wirklich stand und dachte, boah, ich kann nicht weiter, aber ich habe es durchgezogen und zwischendurch hatte man dann, ich hatte halt auch so eine Seilwinde, wo ich mich dann mit einhaken konnte und dann ging es, ich glaube, dreimal auf dieser Strecke mit der Seilwinde rüber. Das hat natürlich schon tierischen Spaß gemacht. Aber trotzdem ist es nicht ohne, aus 8 Metern Höhe sich darauf zu verlassen. Du hängst in deinem Geschirr sozusagen an diesem dünnen Drahtseil und burnst dann darunter. Das war schon nicht ohne, aber hat tierisch Spaß gemacht und auch tierischen Muskelkater verursacht. Ich bin jetzt wieder zu Hause und ja, mal schauen. Im August ist dann erstmal die Gamescom angesagt, da werde ich natürlich definitiv wieder aufnehmen. Danach ist gleich wieder 2 Wochen Lehrgang angesagt. Wie ich das alles hinkriege, das weiß ich noch nicht. Das sehen wir dann. Und ja, erstmal von dieser Seite bye-bye und sorry für meinen Look. Ich bin gerade nach Hause gekommen, Chill-Klamotten an, PC an und dachte, ich mache nochmal eine kleine Abmod eben für euch. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!